In den letzten 4 Wochen wurde ich von 3 Polizeianwärtern, die bei mir in der Beratung waren, gefragt, wie das eigentlich mit den Schichtmodellen funktioniert. Ich habe direkt losgelegt, wie das bei mir in Baden-Württemberg war. Da hatten wir das 5-Schicht-System, habe mich aber auch danach gefragt, hey, das ist ja nicht bei jedem Dienstherrn so. Dementsprechend habe ich interne Ermittlungen gestartet, denn wir haben als Finanzwache ja hunderte Polizisten aus ganz Deutschland. Und deswegen habe ich da viele verschiedene Dienstherren gefragt, von Bayern nach Berlin, Hamburg und bin auf sehr spannende Ergebnisse gekommen. Finanzkorb, eine Marke der Finanzwache. Wir sichern Polizisten. Zunächst mal ist wichtig zu wissen, dass bei der Polizei der sogenannte Föderalismus ziemlich großen Einzug hat. Das bedeutet, jedes Land macht hier sein eigenes Ding. Das heißt, es gibt nicht ein Schichtmodell für ein ganzes Land, sondern das unterteilt sich teilweise auch je nach Polizeidirektion oder auch Inspektion. Und teilweise haben einzelne Dienstherren unterschiedliche Modelle. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, wie das Schichtmodell in Bayern ist, denn es gibt unzählige Schichtmodelle in Bayern. Aber ich habe festgestellt, es gibt 3 dominante Modelle, die fast jeder Dienstherr in irgendeiner Weise führt. Und das ist einmal das 5-Schicht-Modell. Das ist das 4-Schicht-Modell und das ist das sogenannte Pool-Modell. Starten wir doch einfach mal mit dem 5-Schicht-Modell, welches ich zum Beispiel in Baden-Württemberg habe. Da habe ich dir hier mal einen tatsächlichen Schichtplan mitgebracht, denn beim 5-Schicht-Modell, wie der Name schon sagt, gibt es 5 verschiedene Schichten. Die sind in der Regel von A, B, C, D und E aufgeteilt. Also jede Schicht hat einen eigenen Buchstaben. Und was du hier einmal siehst, das ist der Schichtplan für die Dienstgruppe B. Ich habe dir das einmal am realen Beispiel vom September 2023 mitgebracht, denn ein großer Vorteil an diesem Schichtmodell ist, dass du Jahre zurückblicken kannst und auch Jahre in die Zukunft blicken kannst, wann du in der jeweiligen Schicht arbeitest. In unserem Beispiel September 2023 würde man am Samstag, den 2. September, Spätdienst haben, am Sonntag, den 3. September, hätte man Frühdienst und noch am selben Tag hätte man Nachtdienst, das ist dieses NA... Du magst jetzt wahrscheinlich denken, so, what the fuck, so ging es mir, als ich das erste Mal davon gehört habe. Du hast quasi 2 Tage, wo du komplett arbeitest. Und ja, genau so ist es. Denn im Spätdienst, da startest du in der Regel irgendwann zwischen 12 bis 13 Uhr. Der geht dann meistens bis 19 bis 20 Uhr, also ein langer Dienst, 8 Stunden. Dann am nächsten Tag ist Frühdienst, der startet meistens zwischen 5 und 6 Uhr und geht bis 12 bis 13 Uhr. Und noch am gleichen Tag hast du Nachtdienst. Du startest in der Regel um 20 Uhr und der geht bis zum nächsten Tag um 6 Uhr, also 10 Stunden Schicht. Also du merkst schon, ziemlich anstrengendes Modell und das ist auch ein Nachteil von diesem Schichtmodell. Du hast sehr viel Arbeit auf einmal, das ist natürlich sehr intensiv. Man sagt auch Umlauf dazu. Ich habe jetzt einen Umlauf, das heißt, ich habe Spät, Früh und Nacht und in der Regel macht man einen Mittagsschlaf zwischen dem Frühdienst und dem Nachtdienst, weil nur so hast du genügend Power, dann auch im Nachtdienst durchzuhalten. Aber das Schöne, das siehst du hier, wenn wir zum Beispiel dann am Sonntag den Früh- und den Nachtdienst hatten, dann haben wir Montag, Dienstag und Mittwoch, den 6. September, haben wir komplett frei. Denn das ist das Coole an diesem Modell. Man hat hier relativ viel Freizeit. Man hat sozusagen alle 5 Tage ein Wochenende. Du kannst dir das so vorstellen. Dein erster Arbeitstag, sozusagen der Montag, Spätdienst. Den Dienstag sozusagen hast du Frühdienst. Und von Dienstag auf Mittwoch hast du Nachtdienst. Aber wenn du Mittwochmorgens sozusagen nach Hause kommst, ist für dich Freitagmorgen. Also du schläfst dann, wachst irgendwann Freitagmittags auf und dann hast du das Wochenende vor dir. Das heißt, das ist ziemlich cool. Du hast zwar 2,5 Tage, wo du viel arbeitest, hast dann aber auch 2,5 Tage komplett frei. Das heißt konkret in unserem Beispiel, du hast hier Samstag und Sonntag auf Montag gearbeitet und hast dann Montag, Dienstag, Mittwoch frei. Das ist sozusagen dein Wochenende. Und du merkst, ja, dein Wochenende, das ist unter der Woche. Denn das ist natürlich ein Nachteil von diesem Schichtmodell. Das wirst du wahrscheinlich schon wissen als Polizist. Da arbeitet man auch mal am Wochenende. Und das ist natürlich klar. In unserem Fall hier in dieser ersten Woche, da hätten wir unser Wochenende direkt am Montag, müssten am Donnerstag wieder in den Spätdienst und von Freitag auf Samstag hätten wir Früh- und Nachtdienst. Das heißt, du hast jetzt hier in unserem Fall ein halbes Wochenende von 9. auf 10. Das Wochenende davor hattest du komplett gearbeitet, also Samstag und Sonntag. Und das nächste Wochenende ist auch wieder halb. Und das hier ist quasi auch wieder komplett arbeiten. Und du hast natürlich auch ein Wochenende, da hast du praktisch komplett frei. Da kommst du wirklich am Freitag an und hast dann das komplette Wochenende vor dir. Denn das ist auf jeden Fall auch einer der Vorteile, aber auch zugleich der Nachteil in diesem Schichtmodell. Du weißt jetzt schon, wann musst du arbeiten, aber du kannst es dir nicht frei raussuchen. Wenn zum Beispiel deine Freundin, deine Mutter, was weiß ich wer, Geburtstag hat und der Geburtstag fällt ausgerechnet auf die Zeit, wo du Schicht hast, dann musst du dir zu diesem Zeitpunkt frei nehmen. Das Blöde kann aber sein, dass ihr zum Beispiel unter Mindeststärke seid, sagt man, und dann ist es zum Beispiel nicht möglich, Urlaub zu nehmen oder weil viele Kollegen zu dieser Zeit schon Urlaub haben. Das heißt, in diesem Modell, wenn es dich blöd trifft, dann kann es sein, du musst arbeiten, obwohl du eigentlich gerne frei hättest.
Bei diesem Schichtmodell sei noch wichtig zu erwähnen, dass du einige der Schichten niemals siehst. Denn du hast ja wie gesagt 5 Schichten, A bis E. Und wenn du dieses Schichtmodell hast, dann hast du in der Regel eine Vorgängerschicht und du hast eine Schicht, die nach dir kommt. Also wenn wir zum Beispiel in der B-Schicht sind, dann sehen wir die A-Schicht, das sind die, die wir ablösen. Und wir sehen die C-Schicht, die löst uns ab. Aber die D- und die E-Schicht, die sehen wir quasi nie, weil dann, wenn wir frei haben, dann arbeiten die. Das heißt, es kann tatsächlich vorkommen, du arbeitest auf dem gleichen Polizeirevier, siehst die anderen aber nicht. Vorteil von diesem Schichtmodell, du hast in der Regel die gleichen Personen, also in deiner Schicht hast du ja die anderen, du siehst auch die Vorgängerschichten, das heißt, du hast die ganze Zeit Kontakt mit diesen Leuten. Das kann je nach Ansichtssache ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein, je nachdem. Zu den Nachteilen von diesem Modell, manche Schichten, die siehst du nicht, das ist ein Nachteil, es ist sehr anstrengend, du bist nicht so wirklich flexibel, musst dir halt Urlaub nehmen, wenn da was Bestimmtes ist, und was auch ein Nachteil ist, du musst noch Zusatzdienste machen zu diesem Schichtmodell, denn gemäß diesem Schichtplan kommst du nicht auf 40 Stunden in der Woche und dann musst du in der Regel noch einmal im Monat einen längeren Zusatzdienst machen, damit du auch auf deine Dienstzeit kommst. Das war das sogenannte 5-Schicht-Modell. Sehr ähnlich zum 5-Schicht-Modell ist das 4-Schicht-Modell. Ich habe dir auch hier wieder den Schichtplan aus dem September 2023 mitgebracht. Wenn wir hier im 4-Schicht-Modell arbeiten, da wäre es in der B-Schicht so, dass wir am Freitag spät haben und am Samstag früh und Nacht, also einen Tag versetzt. Und der Unterschied ist ganz einfach hier. Der Arbeitsrhythmus ist ähnlich, spät, früh, Nacht. Du siehst aber, deine Freizeit ist weniger, denn statt 2,5 Tage frei hast du bei diesem Modell nur 1,5 Tage frei. Also du kommst sozusagen am Samstagmorgen nach Hause und hast dann noch den halben Samstag und den kompletten Sonntag. Das heißt, wir haben hier am 1. Spätdienst, früh Nacht, wir haben Sonntag den halben Tag frei und wir haben hier den Montag komplett frei und dann geht der Umlauf schon wieder los. Spät, früh Nacht. 1,5 Tage frei. Du merkst also schon, wenn du das 5-Schicht-Modell anstrengend fandest, dann ist das 4-Schicht-Modell nochmal eine andere Liga. Da hast du weniger frei. Vorteil an diesem Modell, du hast nicht die Notwendigkeit, dass du Zusatzdienste machst, weil du auch insgesamt mehr arbeitest. Ist natürlich zugleich der Nachteil, dass du weniger Freizeit hast. Ansonsten sind die Vor- und Nachteile im Endeffekt genau die gleichen wie beim 4-Schicht-Modell, außer dass du nicht 2 Schichten niemals siehst, sondern du hast nur eine Schicht, die du niemals siehst. Also auch hier siehst du deine Vor- und Nachgängerschicht und die eine Schicht, mit der hast du in der Regel keinen Kontakt. Das dritte große Schichtmodell, was nahezu jeder Dienstherr in irgendeiner Form führt oder auf irgendeiner Dienststelle, ist das sogenannte Poolmodell. Beim Poolmodell bedienst du dich sozusagen als Dienstherr an einem Personalpool und man kann mehr oder weniger komplett flexibel einteilen, wann man als Polizeibeamter arbeiten möchte. In vielen Fällen sieht das so aus, dass man Monat für Monat eine Planung hat und du kannst am Monatsanfang beziehungsweise am Ende des Monats kannst du zu dem Personalplaner hingehen. Manche Dienststellen haben hier einen Angestellten, der wirklich nur den Personalplan macht. Und dann kannst du zu dem hingehen und sagen, hey, ich möchte zum Beispiel in der Woche so und so arbeiten und kannst es dir quasi komplett einteilen. Das heißt, dieser Nachteil aus dem 5- und 4-Schicht-Modell, dass du an manchen Tagen arbeiten musst, obwohl du frei haben möchtest, den hast du in dieser Form nicht. Da bist du flexibler, denn du kannst es dir ja komplett frei einteilen. Allerdings muss dazu gesagt sein, das Leben ist kein Wunschkonzert und auch im Poolmodell kann es vorkommen, dass du zu Zeiten arbeiten musst, wo du gerne frei hättest. Denn mir wurde zum Beispiel als Feedback gegeben, so ging es einem Polizisten, der wollte in dem einen Monat mal unbedingt da und da frei haben. Das ging aber nicht, weil schon zu viele Kollegen davor beim Personalplaner waren und diese Zeit schon vergeben war. Das heißt, er musste zu diesem Zeitpunkt arbeiten und was auch ein Kritikpunkt ist, wenn du nicht schnell genug deine Schichten einteilst, dann kann es in diesem Modell vorkommen, dass du nicht 2 Tage in Folge frei hast, also sozusagen kein Wochenende hast, sondern dass du als Beispiel an einem Dienstag frei hast, aber auch zum Beispiel an einem Freitag frei hast und die restlichen Tage in der Woche musst du arbeiten. Also sprich, du hast hier sehr, sehr große Flexibilität im Poolmodell und das wird auch von sehr vielen Kollegen geschätzt, die das haben. Also ich habe hier überwiegend Positives gehört und deswegen an sich ein sehr, sehr cooles Modell. Kann aber auch nach hinten losgehen und du hast, wie gesagt, halt nicht diese Sicherheit wie im 5- und 4-Schicht-Modell, dass du jetzt schon für die nächsten 24 Monate weißt, wann du arbeiten musst, sondern du musst halt wirklich Monat für Monat gucken, wann kriegst du frei. Last but not least, gibt es noch andere Modelle? Es gibt so viele, ich kann sie dir nicht alle aufzählen. Ich habe dir hier noch ein kleines Beispiel gebracht von einem Dienstherrn aus dem Norden. Man hat hier auch sehr viel, was man arbeiten muss, hat dann aber nicht das Problem mit den Zusatzdiensten. Du siehst also, es gibt auch komplett andere Modelle. Also wenn du was aus diesem Video mitnimmst, dann, dass es wirklich, wirklich viele Schichtmodelle gibt, aber das 5, das 4 und das Poolmodell, das sind die häufigsten. Vielen Dank, dass du es dir angeschaut hast. Dein Finanzkorb, Kai Wuczynski.